Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem nächsten Projekt, Little Nightmares. Okay, schauen wir doch mal, wo uns das Spiel so hinführen wird. Ich habe einiges Gutes darüber gehört. Hab auch schon ein, zwei Let's Plays mal von anderen YouTubern angeguckt und ich fand das Spiel mega geil. Und hab gedacht, hey, das musst du doch auch selber machen. Schieberegler anpassen, bis das Auge kaum zu erkennen ist. Ja, so. Finde ich gut so. Little Nightmares greift regelmäßig auf Daten zu. Bitte nicht abschalten, wenn das Symbol zu sehen ist. Okay. Ich hab's verstanden, Und, jo, ich würde sonst sagen, fangen wir doch mal zusammen ein neues Spiel an. Wir sind erwacht. Können wir uns schon? Ah, wir können uns schon bewegen. Sehr schön. Okay. Okay. Brauche ich die Maus dafür überhaupt? Hoppla, nicht hinfallen, kleiner Mann. Buh, nicht hinfallen, kleiner Mann. Okay, kommen wir da hoch? Nee, aber wir können ja draußen. Was ist das? Ich muss noch schon mal die Tastatur ein bisschen verschieben hier. So, damit ich auch... Ich glaube, man spielt das nur mit dem Keyboard. Es ist so dunkel hier, ich sehe gar nichts. Hallo? Hallo? Das sieht mir nach einer Lampe aus. Und... Oh, mit F kann ich interagieren. Sehr schön. Muss einem auch mal gesagt werden. Okay. Und ich nehme an, dass ich die irgendwie aufmachen muss, oder? Muss ich da durch? Okay, mit F mache ich Feuer. Aber... Oder... Ich weiß. Aber wie mache ich... Ah, mit den Pfeiltasten kann ich noch die Tastatur. Wir müssen mal ganz schnell nachschauen. Einstellungen. Tastatur. Okay. Springen, werfen, Space, Rennen, Fahrzeug. Greifen. Ah, tatsächlich. Doch, wir können... Wir können nochmal die Grafik ein klein wenig höher stellen, denke ich. So. Wir können tatsächlich... Ah, doch, ich brauche die Maus. Gut, das muss einem gesagt werden. Wollen wir reingehen? Ja. Feuer. Was war nochmal gewesen? Ducken? Sag doch mal. Nochmal schnell. Einstellungen. Tastatur. Werfen, rennen, Fahrzeug greifen, nach unten bewegen. Rennen, greifen, ducken. Ah, Control. Okay. Entschuldigung. Okay. Und wir sind dran. Control. So. Rein da. Kann ich auch hier drinnen Feuer machen? Ja. Verbrenne die kleinen Finger nicht. Durch das Kanalisationssystem oder Lüftungsschächte. Wo sind wir hier gelandet? Wir wissen es nicht. Hallo? Hallo? Nee, da kommen wir nicht rein. Uiuiuiui. Da geht's aber ganz schön hoch.
Könnte auf einem Schiff oder sowas ähnliches sein, nicht? Ich weiß nicht. Ja, mein Handy klingelt. Doch dafür haben wir jetzt keine Zeit. Kann man da hoch? Nee. Oder... Ah doch, man kann tatsächlich hoch. Da hinten ist was. Was ist das? Hallo, kleine Frau. Nee, du sollst die mitnehmen. Vielleicht können wir die gebrauchen? Weiß nicht. Können wir die auch irgendwie werfen? Zeig mal her. Nochmal ganz schnell gucken. Ich habe die Steuerung leider noch nicht so im Griff. Springen, werfen mit Space. Okay. Schon haben wir es. Also wenn wir jetzt die nehmen und Space drücken. Was war das? Hä? Ich will da rein. War doch mit Control. Aha, ich hab nicht Control gedrückt. Okay. Was ist das hier? Hm. Das wissen wir nicht. Da oben hängt ein Stuhl. Kann man unter dem Bett noch was? Nee, da ist nichts. Komm raus, kleiner Mann. Also, dann klettern wir mal da hoch. Mach mal das Feuer aus. Man weiß ja nie, wer uns so beobachtet. Habt ihr das gehört? Da hängt einer an der Decke. Ich nehme an, dass wir nicht an den Türgriff so rankommen. Und daher schieben wir mal den kleinen Stuhl daran. Okay, das scheint zu reichen. Hallo. Ich dachte, ich hänge hier mal eine Runde ab. Was ist das? Öl am Boden? Ja, kleine tapsige Fußabdrücke. Und hier sind noch andere. Okay. Wollen wir mal da reingucken? Kann man da reingucken? Hui. Was haben wir da? Ah, wir müssen da sowieso hoch. Das sind Schuhe, sind da drin. Ist gut für den Sommer. Kann man die Schuhe... Nein, nicht wieder runter. Kann man die Schuhe da reinstellen? Einmal Moment, schnell, Leute. Ich will nur gucken, schnell. So. Okay. Was denn das? Nee, aber das gefällt mir nicht. Nochmal Einstellungen. So, ist okay. Wow, das greift uns ja an. Was ist denn hier los? Oh, was ein Mistvieh. Sind wir jetzt aber nicht wieder von Anfang an, oder? Nee. Wir sind aufgewacht hier. An derselben Stelle? Ja, sind wir. Hahaha, na komm schon. Oh, jetzt fällt er auch noch hin. Hm? Was haben wir hier? Ein Rad. Ich will an dem Rad drehen. Kann man an dem Rad drehen? Ja, oder? Nee, geht nicht. Okay, wir laufen weiter. Da oben hängt schon wieder so ein Mistvieh. Gerade weiterlaufen. Nicht stehen bleiben. Gerade weiterlaufen. Nicht stehen bleiben. Gerade weiterlaufen.
ist im Notizbuch notiert. Kleine schwarze Mistviecher bringen uns um. Ich will da hoch. Komm ich da? Doch. Na, wo schätzt... Oh, was haben wir da unten? Eine kleine Lampe. Sehr schön. Bringt uns zwar nichts, aber sehr schön. Vielleicht gibt es ein Achievement oder so. Oh, jetzt bin ich da fast. Oh, jetzt müssen wir schnell machen, glaube ich. Mehr oder weniger. Okay. Wir sind eingesperrt. Was machen wir jetzt? Ich nehme mal an, dass wir hier irgendwie hochklettern. Yeah. Stark, der Kleine. Da ist schon wieder so ein kleiner Spitzkopf. Ich nenne ihn Spitzkopf. Nein! Oh! Ist das schlimm? Ich sehe nichts. Ja, nee, ist klar, oder? Oh mein Gott. Was sind denn das für Viecher? Nein, der hat mich erwischt. Ih, ist ja eklig. Wo starten wir jetzt? Oh, jetzt aber ganz schnell. Kann man auch schneller als schnell rennen? Du schaffst das, kleiner Mann. Und wo müssen wir da durch? Geht die Tür einfach auf? Gott sei Dank. Und yeah. Und noch eine Lampe. Wird hier irgendeinen Grund haben, warum die da ist. So. Was ist hier? Nichts. Manchmal bringt es das so ein bisschen so sneaky, sneaky Wege auszuprobieren, weil vielleicht da ein paar versteckte Sachen sind. Wer weiß, wer weiß. Okay. Nein, nein, du sollst hochklettern. Schon wieder so ein kleiner Spitzkopf. Ich will den da runterschieben. Geht nicht. Du bist ein bisschen schwach auf der Brust, kleiner Mann. Was ist das? Ein paar Dosen. Okay. Dum, 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 dum. Ist das dunkel hier oben? Wo gehen wir denn lang? Rechts oder? Wir gehen mal hier rechts. Ah, da kommen wir gar nicht weiter. Sag doch was. Uiuiui, bloß nicht runterfallen. Die Tür ist wahrscheinlich verschlossen, oder? Kann man da reingucken? Nee. Hier dran müssen wir drehen. Komm schon. Streng dich doch mal ein bisschen an. Hä? Ach so, wir müssen mit dem Pfeiltasten. Es werde Licht. Ah, das ist sicher die Tür da hinten. Komm schon! Das schaffen wir doch gar nicht. Vielleicht müssen wir die irgendwie einrasten oder so, die Kurbel. Das werden wir gleich herausfinden. Also nochmal. Und runter. Und jetzt? Niemals. Kann man auch rennen? Geht das? Ah, tatsächlich, rennen. Ja, schön, dass mir das auch mal jemand sagt. Tatsächlich, das geht. Okay. Also, rein technisch gesehen müsste ich jetzt darüber springen können, so voll im Dunkeln.
Nee, lass mal lieber. Ah, da steht sie sogar noch. Go, 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 go. Du schaffst das. Boah. Gut haben wir das hingekriegt. Gut haben wir das hingekriegt. Da ist wieder so eine Luke. Ich glaube, wir sind erstmal wieder sicher. Okay. Schauen wir mal erstmal die Luke. Was es da so gibt. Kann ich die aufmachen? Hey, kleiner Spitzkopf. Ah, okay. Also nicht. Okay, hier oben ist nichts. Wir werden da rein müssen. So. Ah. Die Musik wird bedrohlicher. Warum auch immer. Was ist das für ein Geräusch? Okay. Das ist jetzt kein Gefängnisausbruch, das ist jetzt ein Gefängniseinbruch hier. Okay, wir kommen durch die... Da hinten ist wieder so eine Lampe, die wir anzünden. So. Machen wir das Feuer aus hier. Eine Ratte. Ganz viel Klopapier. Ah, das sind Plumpsklos, sind das. Haha, ja, dachtest, ich sehe den nicht, hä? Gut, wahrscheinlich müssen wir jetzt... Mach nicht so einen Krach. Vielleicht müssen wir noch näher ranschieben. Und wahrscheinlich noch ein bisschen so. So, jetzt. Oder? Nee. Doch. Okay, passiert aber nichts. Ah, ich verstehe, da ist Strom drauf. Ich dachte, das sind einfach nur so Gitterstäbe. Ja, wer kommt denn da drauf? Leute, wo sind wir denn hier? Hä? Ah, gut, wir sind jetzt wieder hier bei der Ecke. Ja, verschwinde lieber ins Plumpsklo, kleine Ratte. Da ist sicher schöner als hier draußen. Also, nochmal. Ah, ist schon wieder zu weit, glaube ich. Oh, das ist aber eben nicht passiert. Hallo? Ein Ball? Die Würfel. Ich will die Würfel umwerfen. Was ist das? Ganz ruhig, ganz gut. Was haben wir hier hinten? Soll das ein Spielzeug sein? Schaukeln? Aschenbecher.
spring doch da hoch. So. Na gut. Geh weg da. Blödes Spielzeug. Ah, verstehe. Hier ist jetzt auch wieder Strom drauf. Und, ja, ich verstehe es eigentlich nicht. Weil da auf der hinteren Tür ist jetzt auch wieder wahrscheinlich Strom drauf. Sag mal, wo führt denn die Leitung lang? Über die Schaukeln. Über die Schaukeln. Und jetzt? Kann das sein, dass wir nochmal zurück müssen? Oh, jetzt springe ich auch noch wieder runter. Ich Depp. Hopp, geh mal da hoch. Und jetzt. Nicht runter. Oh. Ah. So. Ich glaube. Oh. Wieso hört sich das so an? Als wäre gerade eine Tür aufgegangen. Habe ich mir wahrscheinlich eingebildet. Also jetzt nochmal, aber vorsichtig. Ja? Gut. Ich nehme an, dass wir einfach schnell genug bei der anderen Tür draußen sein müssen. Deswegen hat die... Hoch, Mann. So. Und jetzt schnell. Nein, nicht langsam. Schnell. Hier durch. Du, 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 du. Geronimo. Du, 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 du. Nein. Okay, und jetzt. Nein. Oh. Oh, war das knapp. Das gibt's doch nicht. Okay. Also ich muss fast durchgehend rennen. Was machst du da? Ach, das wird schon gehen. Und los. Schnell noch das Feuer. Weg da! Nein! Was passiert mit uns? Oh, Leute. Okay, wir sind zu Stein verwandelt. Deswegen stehen da so Steinfiguren. Das musste man uns aber auch mal irgendwie sagen. Gut. Okay, ich hoffe, euch hat der erste Part von Little Nightmares gefallen. Ich werde jetzt hier die Aufnahme anhalten und dann gleich mit dem zweiten Part auch weitermachen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir nochmal einen Daumen nach oben. Au! Au! Einen Daumen nach oben oder...
ja, einen Kommentar oder so, keine Ahnung. Und ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein oder seht euch auch meine anderen Projekte mal an. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Macht's gut und ciao.